Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Shan und wir wollen heute wieder weitermachen an unserem Scrapbook. Wir haben in den letzten beiden Folgen, glaube ich, ich glaube es sind zwei, haben wir die Seitengestaltung gemacht. Und ja, heute wollte ich mit euch drüber reden, über die Fotomatten, also wie ich quasi weiter vorgehe, bevor ich überhaupt anfange mit dem Designpapier. Dem Thema wollte ich heute dieses Video widmen. Also als erstes gehe ich so vor, ich bereite mir meine Seiten vor. Und das haben wir jetzt in den letzten paar Folgen zusammen gemacht. Wir haben uns unsere Seitengestaltung quasi so ein bisschen überlegt gehabt. Und dann bin ich so ein bisschen vorgegangen, was ich für Reste habe. Ich habe jetzt immer noch Reste. Also ich habe jetzt immer noch vier Blätter, große Blätter, und ich habe immer noch Reststreifen, aus denen wir immer noch Text machen können. Das möchte ich dann wahrscheinlich machen nebenbei. Also ich wollte mir ein bisschen was in Reserve lassen. Ich wollte nicht alles gleich komplett verarbeiten. Was ich auf jeden Fall gemacht habe, ich habe quasi bei der ersten Seite, bei unserer großen Tasche, habe ich einen großen Tag gestaltet, sage ich mal. Und zwar ist der 22,5 bei 13,5. Den habe ich bearbeitet mit meiner Corpodal. Ich mag es ziemlich gerne, wenn hier oben die Ecken ein bisschen abgerundet werden. Dann hat das immer dieses Feeling von einem Tag. Ich habe mir das quasi so konzipiert, dass es für eine Fotomatte von 18,0 mal 13 cm, und dann habe ich oben immer noch die Möglichkeit, um ein Stück, wie sagt man, Designpapier zu kleben. Das heißt, ihr habt dann auch so ein bisschen so den Eindruck von einem Tag. So, das war das Erste, was ich gemacht habe. Habt ihr natürlich schön Platz für zwei große Fotos oder ihr macht vier kleine. Das geht natürlich auch. Es gibt noch die Möglichkeit, dass ihr 2x9 bei 13 Fotos klebt, quasi die 13 cm wie gehabt, und dann die 9 halt zwei nebeneinander. Sieht auch ganz cool aus, wenn ihr zwei aufeinanderfolgende Bilder habt. Das heißt, ihr könnt ja auch vier Bilder drauf machen. Das ist auch die Möglichkeit. Dann habe ich mir hier im Prinzip ein großes Foto Insert gemacht. Also im Prinzip, wenn ihr nochmal ein bestimmtes Thema habt, zum Beispiel einen Geburtstag, und da habt ihr mehrere Fotos jetzt zu einem Thema, mache ich das ganz gerne, dass ich eine große Fotomatte mache. Und dann ist hier die Möglichkeit, dass ihr quasi vier Fotos von 15 bei 10 klebt, also über so die 10 und über 15 so. Ihr könnt es euch auch drehen, ihr könnt auch ein großes machen und ein Layout kreieren. Ihr könnt, wie gesagt, hier auch noch Fotos kleben, also es passen wahnsinnig viele Fotos drauf, kann ich euch aus Erfahrung sagen. Und ihr habt noch genügend Spielraum zum Dekorieren und, ja, was heißt zum Dekorieren? Also so die Art und Weise, wie ich dekoriere, für mich reicht es komplett, weil ich nicht gerne in 3D dekoriere. Also ich klebe nicht von den Papierblümchen drauf und so. Ich klebe dann eher die Die-Cuts dazu, und dann auch nicht in 3D, sondern mehr zweidimensional, weil an sich das mit Designpapier und den ganzen Taschen umklappen und den Fotos dabei sowieso schon aufträgt. Und wenn ich dann noch Papierblümchen zwischen rein machen würde, würde ich mir im Prinzip viel Platz verschenken, wo ich dann die Fotos nicht reinstecken kann. Also das ist auf jeden Fall der Grund, warum ich so vorgehe. Jetzt kann ja jeder halten, wie er denkt. Wie schon gesagt, das ist wie ein Supermarkt. Ich gebe nur eine Idee, einen Vorschlag. Ihr müsst es nicht kaufen. Dann bei der Tasche habe ich auch zwei Fotomatten reingemacht. Und zwar habe ich mir die Fotomatte geschnitten auf, jetzt kurz gucken, 23 mal 14,5. Und das hat auch wieder den Grund, ich habe das hier wieder bearbeitet mit meinem 123 Punchboard. Mache ich ja die Tabs ganz gerne. Das habe ich euch in einem Video schon mal gezeigt gehabt. Genau, und dann habe ich nämlich im Prinzip hier den Zentimeter dann weg, und dann ist das 13,5, und da besteht wieder die Möglichkeit, dass ihr ein großes Foto drauf macht und ein bisschen Designpapier. Das können wir dann mal bei der Mattung zusammen, dann zeige ich euch dann. Oder ihr macht zwei kleine von 13 bei 9, ist auch die Möglichkeit. Oder ihr klebt über 15, oder über 15 Zentimeter eins drauf und kreiert euch ein Layout. Dann finde ich das mit den Tabs immer ganz cool, weil dann könnte man immer noch was draufstempeln oder embossen oder... Ich liebäugel noch mit diesem Teil, wo man dann hier so Buchstaben reinstanzen kann. Also das wird wahrscheinlich irgendwann mal dieses Jahr bei mir einziehen. Ich sehe gerade, ich habe jetzt hier die Ecken nicht abgerundet. Das habe ich euch in dem letzten Video auch schon gesagt. Das mache ich ganz gerne, weil ich finde, das hat dann nochmal einen ganz anderen, eine ganz andere Ausstrahlung. Und dann ist es nicht so 0815 wie im Laden gekauft, sondern dann ist es wirklich mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit behandelt, und es sieht einfach, ich finde,
Ihr könnt es selber gucken, wie es euch besser gefällt. Also mir gefällt es so wesentlich besser. Und ich habe auch schon gesagt, das Reinstecken geht auch wesentlich einfacher, weil das nicht gleich immer hinten hängen bleibt. Ja, Vorführeffekt, bleibt es doch hinten hängen. So, jetzt. Dann bei der nächsten Seite hatten wir zwei Banderolen. Da habe ich ja die große Banderole und dann noch eine kleine Banderole davor gesetzt. Da habe ich mir jetzt zwei Fotomatten geschnitten. Und zwar waren die 19 cm mal 13,5 cm. Die habe ich mir dann gefalzt quasi bei 9,5. Und da habt ihr dann quasi die Möglichkeit, um da hier vier kleine Fotos drunter zu machen. Oder ihr macht außen Designpapier mit einem kleinen Teppchen noch dran. Und dann sieht das wunderschön aus. Das habe ich, wie gesagt, zweimal. Dann habe ich hier hinten zwei größere Fotomatten. Die sind 23 cm bei 22 cm. Also die lange Seite hier, wo der Tab noch dran ist, das ist 22 cm. Da geht dann wieder quasi der Zentimeter ab von meinem Tab. Hier seht ihr schon, hier habe ich die Ecken schon ein bisschen abgerundet. Also mir gefällt es so wesentlich besser. Da könnt ihr ein großes quadratisches Foto drauf machen und könnt ein wunderschönes Layout drauf machen. Und ihr braucht dann quasi kein separates Album für eure Layouts, sondern ihr könnt es auch hier mit integrieren, weil ich habe ab und zu auch Bock, um einfach mal ein Layout zu machen und dann mit reinzustecken. Das ist dann hier nochmal die Möglichkeit, dass ihr das hier machen könnt. Weiter geht's. Ach ja, dann haben wir hier unsere zwei großen Seiten genommen oder zwei große Taschen. Da habe ich mir im Prinzip Reststreifen genommen. Die waren schon 10,5 cm. Die habe ich mir dann einfach gefalzt auf einer Linie von 15,5 und da besteht quasi die Möglichkeit, dass ihr hier quasi euer Journaling drauf macht, also wenn ihr dann Designpapier oder ein weißes Blatt Papier drauf macht und dann könnt ihr hier euer Journaling drauf machen und dann könnt ihr hier eure Fotos machen, finde ich immer noch mal eine ganz nette Idee. Dann habe ich überlegt, was ich hier jetzt noch reinmachen könnte. Da wollte ich dann überlegen, ob ich dann noch ein paar Text reinmache, aber ich wollte schauen, wie es quasi mit dem Designpapier dann harmoniert. So, dann haben wir hier unseren Wasserfall gemacht. Da habe ich eigentlich noch nichts weiter vorbereitet. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mir hier meine Ecken gemacht mit meinem, Vorsicht, Werbung, welche Markenerkennung, gell? Ihr wisst, ich habe es mir selber gekauft, mit diesem Krokodile-Ding. Ich kann euch alle beide nochmal unten verlinken. Also seitdem ich sie habe, ich nutze sie wirklich gerne und die sind wirklich, wirklich richtig gut. Also ich hatte erst diesen Eckenabrunder von X-Cut. Aber der ist dann schnell immer an seine Grenzen gestoßen. Der hat dann irgendwann, war der, ja, es ist einfach dieses wahnsinnige Drücken. Und mit dieser Zange geht es einfach wesentlich schöner. Also ist meine Erfahrung. So, dann die nächste Seite hatten wir ja überlegt, dass wir uns einfach diese zwei Aufklapp-Fotomatten machen wollen. Diese sind dann quasi 21 cm mal 15,5 cm wieder gefalzt in der Mitte. Einigen von euch, die mich vielleicht zum ersten Mal schauen oder so, die fragen sich wahrscheinlich, warum ich immer einen halben Zentimeter größer bin. Und zwar, also die Standardmaße sind 13 bei 9 cm, 15 bei 10 cm, 18 bei 13 cm und so fort und so fort. Und ich mache es grundsätzlich einen halben Zentimeter größer, weil ich es sehr, sehr gerne mag, wenn dann quasi nochmal so ein schwarzer Rand drumherum ist. Und ja. Das ist einfach, dann ploppt das Foto noch mal ein bisschen raus. Und dann hat es ein bisschen mehr wie so ein Rahmen. Und da sieht das einfach wesentlich schön aus. Daher mache ich das immer einen halben Zentimeter größer. Dann auf dieser Seite, die hatten wir uns ja eigentlich auch reserviert für hier eventuell Foto mit Designpapier und hier uns ein schönes Layout zu kreieren. Da habe ich quasi auch noch nichts weiter mitgemacht, weil wie gesagt, möchte ich das dann quasi mir mit dem Designpapier dann ein bisschen unterteilen. Dann haben wir hier wieder die Banderole und diesmal die Banderole über. So, da habe ich mir dann quasi auch aus Reststreifen Streifen geschnitten. Im Prinzip waren die schon 10,5 breit und die habe ich mir nur auf 18,5 geschnitten. Einfach wieder mit dem Hintergrund, dass ich ein Foto von 15 cm draufkleben kann. Und dann habe ich hier oben wieder einen Streifen von 3 cm in Designpapier und das wirkt immer sehr, sehr schön. Werdet ihr dann sehen, wenn wir das zusammen machen. Das habe ich quasi zweimal. Dann haben wir hier auch nochmal die zwei großen Fotomatten. Ihr seht, hier ist schon noch ein bisschen Platz. Das ist an sich ganz gut, weil das Designpapier dann später auch noch dazu kommt. Hier habe ich wieder zwei von den größeren Fotomatten. Die waren 22 cm über so und 23 über die Länge.
Und da auch wieder die Kanten abgerundet, finde ich sehr schön. Den Tab dran gemacht und ja, wieder die Möglichkeit, um ein Layout zu kreieren. Hier bei unserem kleinen Briefumschlag habe ich wieder die 14,5 bei 23 cm. Also ich habe alles, was Fotomatten in groß ist, habe ich auf 23 cm geschnitten. Einfach, dass ich einfach nur es einfacher reinschieben kann. Das ist für mich, ja, dass es auch kleiner als die Seite ist, dass ihr das Designpapier ein bisschen vorgucken habt. Das ist, wirkt meiner Meinung nach recht harmonisch dann. Dann habe ich hier wieder quasi die 14,5 cm, das habe ich glaube ich gerade gesagt, mal 23, wieder die Möglichkeit, um zwei kleine Fotos drauf zu kleben oder ein großes mit Designpapier. Hier möchte ich mir gleich meine Ecken nochmal abrunden, die ich noch nicht gemacht habe. Und ja, so bereite ich mir im Prinzip meine Alben vor, bevor ich mir überhaupt das Papier aussuche. Obwohl, ab und zu steht das Papier vorher schon fest, wenn ich weiß, welches Thema es hat. Bei diesem hier steht es noch nicht ganz fest. Ich habe mir noch nicht ganz entschieden, ob ich einen A4-Block nehme oder ob ich doch wieder ein 12x12-Inch Paperpad nehme. Das werde ich mir nachher mal überlegen. Dann habe ich hier noch einmal eine große von 23 cm. Was war's? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Da habe ich keinen Zettel dran geklickt gehabt. Wir hatten sie vorne schon mal. 22,5. Genau, 22,5 bei 13,5. Und das war konzipiert quasi für ein Foto von 13 mal 18 oder zwei Fotos von 13 bei 9 cm. Dann habe ich mir hier das auch nochmal, mein Insert nochmal vorbereitet gehabt. Das wollte ich mit euch kurz zusammen machen, dass ich euch das nochmal kurz zeigen kann. Und zwar hatte ich ja gesagt, war das im Prinzip ein solches Blatt, was wir uns hier zurechtgeschnitten hatten. Das habe ich mir dann einfach auf 23 cm gekürzt, habe mir eine Falz bei 15,5 gezogen, knickt mir das quasi rum, habe mir meine Kante hier, also ihr wisst, ihr seht schon, ich bin ganz verrückt nach den Dingern. Ich mag es nämlich super gerne, wenn die Ecken schön bearbeitet sind. Und dann habe ich noch einen Streifen von 16,4, habe mir bei einem Zentimeter hier eine Falz gezogen. Die knicken wir uns jetzt rum und kleben sie einfach an unser anderes Teil dran. Also ihr seht schon, easy peasy. Der eine oder andere fragt sich jetzt, warum hat sie jetzt 16,4 genommen? Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wir später das hier schön klappen können, ohne dass da was stört. Weil ich habe da die Erfahrung gemacht, wenn ich das auf 15,5 schneide und eventuell einen ganz kleinen Ticken schräg klebe, dann stört es immer beim Zuklappen und dann wülzt sich das Papier dann so hoch und ihr kriegt da unschöne Knicke rein und so. Also daher mache ich das dann immer einen ganz Ticken kleiner. Und oh, ich sehe schon, dass hier mein teilweise hier rankleben. Das habe ich gar nicht auf 23 cm gekürzt. Seht ihr das? Da muss ich das jetzt gleich noch machen. So ist das manchmal. Ich dachte, ich hätte alles schön vorbereitet diesmal. Aber leider nicht. So, jetzt habe ich das Cuttermesser gefunden. Dann schneiden wir uns das hier ganz kurz nochmal nach. Ist das ein Beinbruch? Und dann haben wir da unser Insert auch schon. Und ich finde, sowas macht immer noch mal richtig cool was her, wenn man jetzt zum Beispiel einen Geburtstag feiert oder so. Oder man war mal im Zoo und da hat man mal 5 Bilder von einem und demselben Thema. Kann man das immer ganz gut, ne? Dreimal gedreht und noch falsch. Kann man es immer ganz cool nochmal so unterteilen. Und dann stecken wir das einfach da rein. Und dann würde ich sagen, haben wir jetzt erstmal das Thema abgehandelt mit den verschiedenen Fotomatten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn wir das Buch zusammen, matten, würde ich sagen, wenn wir unser Papier kleben. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Bleibt schön kreativ. Hat es euch gefallen, gebt mir einen Daumen und ja, abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr mehr Projekte von mir sehen wollt. Und die Glocke könnt ihr anmachen, wenn ihr immer sehen wollt, wenn das neue Video kommt. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. War schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Eure Shan. Ciao, ciao.